Der Slowene Alexander Čeferin ist zum neuen Präsidenten der Europäischen Fußballunion gewählt worden. Der 48-Jährige setzte sich beim außerordentlichen UEFA-Kongress in Athen mit 42:13 Stimmen gegen den Niederländer Michael van Praag durch. Čeferin wird damit Nachfolger des gesperrten Michel Platini. Čeferin wurde allerdings zunächst nur bis zum Frühjahr 2019 gewählt. Thank you for your fantastic support. It's a great honor. Vielen Dank für Ihre fantastische Unterstützung. Es ist eine große Ehre, aber es ist auch eine große Verantwortung. Es bedeutet sehr viel für mich und meine Familie ist sehr stolz auf mich. Mein kleines und schönes Slowenien ist sehr stolz und ich hoffe, dass Sie auch eines Tages sehr stolz auf mich sein werden. Vielen Dank. Čeferins Wahl war erwartet worden, weil viele einflussreiche Verbände seine Bewerbung unterstützt hatten. Auch der Deutsche Fußballbund hatte sich für ihn ausgesprochen. Čeferin übernimmt den Verband in schwierigen Zeiten. Der Korruptionsskandal bei der FIFA und die Suspendierung seines Vorgängers Platini haben zu einem großen Vertrauensverlust geführt. Daran muss er jetzt arbeiten. Das ist sehr wichtig, auch wenn ich glaube, dass das Image der UEFA schlechter ist als die Wirklichkeit. Ich bin mir sicher, dass die UEFA immer noch eine sehr gute Organisation ist. Außerdem haben die FIFA-Angelegenheiten auch der UEFA geschadet. Den Leuten ist es egal, ob es um die FIFA oder die UEFA geht. Sie sagen einfach, dass alles im Fußball schlecht läuft, dass dort alle korrupt sind. Aber so ist es nicht, das kann ich Ihnen versichern. Es gibt einige Fälle, die ich aber nicht ansprechen will, weil ich ein Anwalt bin. Ich denke, es gibt andere Behörden, die hier entscheiden müssen. Aber die UEFA ist eine sehr gute Organisation, die sich weiterentwickeln muss. Sie braucht aber keine Revolution. Čeferin will unter anderem die Diskussion über Mandatsbeschränkungen anschieben. Er sei aber kein Showman und kein Mann unhaltbarer Versprechungen, sagte er.